Sein Name? Mercedes-Benz 250. Seine Väter? Gottlieb Daimler, Karl Benz und 1700 Ingenieure. Hinter ihm stehen Forschung, Entwicklung und Versuch. Computer, Ultraschall, Elektronik, Röntgenstrahlen, Spannungsoptik und Mikroskopie. Jetzt hat er Erfolg. Nichts als Erfolg. Die Hydropulsanlage simuliert pausenlos schlechte Straßen. Quält das Fahrwerk. Von Stoßdämpfern wird im Test mehr verlangt als in der Praxis. Die unabhängige Hinterachsaufhängung in Verbindung mit den kleinen, ungefederten Massen bietet sichere Bodenhaftung und hohen Fahrkomfort, auch auf holprigen Straßen. Hinterachse, Vorderradaufhängung und Federung sind in jahrelangen Versuchen zu einer unschlagbaren Einheit zusammengewachsen. Exakte Radführung, keine Spurveränderung. Ausreichend weiche Federung. Kein Nachschwingen. Beide Achshälften pendeln die Unebenheiten der Fahrbahn aus. Die Räder bleiben am Boden. Das Lenkrad bleibt ruhig. Die Sesselfederung ist auf die Radfederung abgestimmt. Nehmen wir an, Sie hätten hintereinander 20 solcher Radfahrer vor dem Kühler. Beim 20. Male bremsen die vier Scheibenbremsen wie beim ersten Male. Glühende Scheibe auf dem Bremsprüfstand. Kein wesentliches Nachlassen der Bremskraft. Spurtreue in Kurven und Wedelfestigkeit des 250 sind mit wissenschaftlichen Mitteln erarbeitet. Optimale Seitenkraftabstützung durch negative Sturzänderung am Außenrad. Der Mercedes 250 bricht nicht aus, auch nicht bei extremer Fahrweise. Seitenwindunempfindlichkeit. Auch der 250 geht bei voller Breitseite ein Stück von der Spur. Aber niemals bricht er aus. Mit einer Lenkkorrektur bleibt er sanft in Ihrer Hand. Er ist im Wind erprobt und im Wasser. Der 250 ist korrosionsfest und wasserdicht. Nasse Kurven setzen jedem Wagen Grenzen. Dem 250 etwas später. Kritische Fahrsituation, gefahrlos gemeistert. Das verstehen wir unter aktiver Sicherheit. Messwagen zur Ermittlung von dynamischen Änderungen im Fahrbetrieb. Forschung in Richtung auf aktive und passive Sicherheit. Alle Mercedes-Benz-Pkw sind nach diesem Prinzip gebaut.
Vorn und hinten Stoß nachgiebige Knautschzonen. In der Mitte die steife Sicherheitszelle, der Fahrgastraum. Bei einem Aufprall von vorn wird ein Teil der Aufprallenergie durch Verformung der Bugpartie aufgefangen. Der Passagierraum bleibt bis zu einer bestimmten Aufprallwucht stabil. Der gleiche Vorgang bei einem Heckaufprall. Der Stoß zerknautscht das Heck. Die Sicherheitszelle bleibt funktionsfähig. Die Türen des Fahrgastraumes lassen sich öffnen. Die vier Merkmale der Mercedes-Benz-Sicherheitslenkung. Hinter der Vorderachse liegendes Lenkgetriebe und Teleskoplenksäule verhindern das Hineinstoßen des Lenkgestänges in den Passagierraum. Große Polsterplatte und darunter liegender Pralltopf fangen den Fahrer bei einem Zusammenstoß auf und mildern den Aufprall. Wir erklären nicht, dass wir sportliche Familienwagen bauen. Aber etwas sportlicher als die, die behaupten, sportliche Wagen zu bauen, sind wir schon. Zum ermüdungsfreien Fahren gehört ein ruhiger Innenraum. Stärke und Herkunft der Innengeräusche werden unter Fahrbedingungen ermittelt und gedämpft. Sein Name? Mercedes-Benz 250. Ein Ergebnis unserer Leidenschaft zur Perfektion. Fahren Sie ihn. This channel Old Benz. Thank you for attention. Do not forget to subscribe to our channel.